Also, ich sag's euch gleich, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, das haben sicher einige mitbekommen. Unser lieber Herr Bundeskanzler hat letztens hat sich mal wieder von seiner hässlichsten Schokoladenseite gezeigt und ein Video mitdrehen lassen von sich, wo er sich über Kinderarmut lustig macht und gefragt hat, warum stocken die Leute, die Teilzeit sind, nicht mehr auf Vollzeit auf? Und ist doch klar, ich meine, wenn Mieten erhöht werden und wenn Energiepreise erhöht werden und wenn Lebensmittel erhöht werden, aber die Löhne nicht, dann ist das ganz klar keine Ausbeutung, das vorzuschlagen. Und das nächste Lied, ja, das widmen wir heute dem lieben Karl-Heinz Nehammer. Ja, und das Lied geht so. Bist nicht lustig, auch wenn du es noch so sehr versuchst und auch für den Politikbereich leider auch nicht gut genug. Du bist nur ein reines Kommerzprodukt, das die Leere im Herzen zu füllen versucht. Dein Konzept von Intellekt beleidigt mich und das von einem aus der Arbeiterschicht. Von einem aus der Arbeiterschicht. Ich glaub, du hast noch niemals Hunger gehabt. Geboren mit dem goldenen Löffel im Arsch und dem Wein in der Hand. Hey, du willst uns anzeigen, vielleicht sollte man dich enteignen. Du willst uns anzeigen, vielleicht sollte man dich enteignen. Du kannst uns nicht leiden, dich kann niemand leiden. Du kannst uns anzeigen. Ja, kein Konzept von Intellekt, nur ein Gotteskomplex. Du glaubst, du hast das Recht, wenn man dein Ego verletzt. Du glaubst, es ist Gesetz, dass man sich dich gefallen lässt. Von einem verzogenen Kind, das gegen andere hetzt. Irgendwann erhebt sich deine Klassenjustiz und du merkst, dass du tief in der Scheiße drin sitzt. Wenn der Bulle von Tölze nicht mehr weiterhilft, hast vielleicht viel, doch du bleibst ein Nichts. Irgendwann erhebt sich deine Klassenjustiz und du merkst, dass du tief in der Scheiße drin sitzt. Wenn der Bulle von Tölze nicht mehr weiterhilft, hast vielleicht viel, doch du bleibst ein Nichts. Geht schon, Tarek, mach ein Solo! Ein Nichts, ein Nichts, ein Nichts. Hey, du willst uns anzeigen, das Verfahren wird dann eingestellt. Willst uns anzeigen? Wir zahlen dir kein Schmerzensgeld. Kannst uns nicht leiden, warum sollte man dich beneiden? Du kannst uns nicht leiden, er mag auch den Gabalier. Zuerst Rücktritt und dann Enteignen von Nehammer. Bisschen lauter, geht doch, oder? Oder haben wir hier Sympathisanten? Nein! Nein, will ich doch nicht. Karl Marx ist nämlich der bessere Karl als der Karl Nehammer. Ich sag's gleich, wenn das nicht selbstverständlich ist.